Hallo zusammen. Mein Name ist Björn Steinbrink. Ich bin Autor des Buches Der Schlafwahnsinn und ich freue mich, dass du dieses Video anschaust. Wie gesagt, ich will mich einmal kurz vorstellen, aber auch ein bisschen was zum Buch Der Schlafwahnsinn sagen. Ich selber bin mittlerweile 46 Jahre alt, Vater einer Tochter, glücklich verheiratet und bin Schlaftrainer. Viele sagen mir, oh, was ist denn Schlaftrainer? Kenne ich gar nicht. Muss man Schlaf trainieren? Und ich sage, ja. Schlaf sollte man trainieren. Es ist wichtig heutzutage, denn Schlaf ist die Regenerationsquelle Nummer eins und die darf man nicht unterschätzen. In meinem Buch Der Schlafwahnsinn geht es natürlich auch um Fakten und ein bisschen wissenschaftliche Hintergründe. Deswegen habe ich das Buch zusammen mit meinem Kollegen Dr. Michael Koll auch erarbeitet. Aber Schlaf ist überhaupt nicht langweilig. Schlaf ist schon etwas Besonderes. Und das habe ich im Laufe meines Lebens, meines Arbeitslebens in der Karriere kennenlernen dürfen. Ich bin gelernter Werbekaufmann, bin im Marketingbereich, dann aber aktiv gewesen für die Marke Enjoy. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist eine Fitnesskette, die hat am 2.2.2002 in Dorsten den ersten Club eröffnet. Ich war damals mit dabei, eingebunden sowohl als Mitgesellschafter eines Clubs, aber auch im Marketingbereich. Und schon damals ist mir eine Sache ausgefallen. Und zwar bei den ganzen Trainern in den verschiedenen Clubs gab es alles an Ausbildung. Auch ich habe alles Mögliche gemacht. Also auch wenn man es heute vielleicht nicht mehr sieht, ich bin Fitness-A-Trainer, ich bin Rückentrainer, ich bin Cardio-Trainer, ich bin Ernährungstrainer und, und. Ich habe alles mitgenommen an Fortbildung, was ging. Aber spannenderweise war das Thema Schlaf und Regeneration nie drin. In keinem der ganzen Ausbildungsmodule. Und das war der Anfang für mich, wo ich gedacht habe, ey, Schlaf und Regeneration ist nicht langweilig, es ist wichtig und man sollte sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ja, jetzt ist es auch da, das Buch Der Schlafwahnsinn. Und warum heißt es Der Schlafwahnsinn? Weil einfach die Industrie dir versucht zu erzählen, dass du alles Mögliche an Produkten kaufen musst und dann wird die Welt wieder schön und bunt. Nein, das ist es nicht. Es geht hier nicht um den Produktwahnsinn, der draußen herrscht. Das ist ein Teil meines Buches, wo ich viele Beispiele auch gebe. Sondern es geht darum, dass man dieses Geld nicht ausgeben muss. Es gibt einfache Hebel, die man umstellen kann. Und auf einmal wird das Ganze irgendwo, ja, ich sag mal, schon deutlich besser von Schlaf und Regeneration. Das Buch hat, wie gesagt, die wissenschaftlichen Inhalte. Ich nehme den Produktwahnsinn auf an sehr, sehr vielen Beispielen. Aber ich möchte auch zum Umdenken anregen. Ich gebe eine Umdenkgarantie in meinem Buch. Und da ist es eben einfach so, dass ich sage, man muss seine Gedanken mal irgendwo ein bisschen in andere Richtungen orten. Und dafür gibt es den Punkt Gedankenstriche. Viele Kapitel, die sich verschiedene Gedankenstriche aufnehmen. Und immer wieder geht es um das Thema Schlaf und Regeneration und mit welchem Wahnsinn wir heute klarkommen müssen. Dann gibt es in meinem Buch Klaus. Ich berichte von Klaus. Klaus ist ein klassischer, ich nenne ihn mal Durchschnittsmensch. Und wir begleiten Klaus durch seinen Tag, bei verschiedenen Geschichten, bei Rückblicken und merken dann, was macht Klaus vielleicht alles falsch oder richtig, was seinen Schlaf positiv oder negativ beeinflusst. Das heißt, man lernt durch Klaus. Ganz am Ende ist dieses Buch ein Infotainment-Programm, weil das gibt es natürlich auch als Bühnenprogramm, aber es ist Infotainment. Das heißt, natürlich möchte ich Informationen weitergeben. Ich möchte, dass der Leser hinterher versteht, Mensch, Schlaf und Regeneration ist wichtig, aber auf eine lustige, bisschen humoristische Art, aber immer alles wissenschaftlich im Hintergrund. Und was ganz, ganz wichtig ist, dieses Buch selber wird sich ewig erweitern. Das bedeutet, man kann sich einmal eintragen, wenn man das möchte. Da ist ein QR-Code in dem Buch und dann kann man sich anmelden und kann die Erweiterung, die ungefähr alle 6 bis 8 Monate kommen, kommt nämlich das nächste an Auflage in den Handel, immer um 30 Seiten mehr. Alle Kapiteleinheiten, Produktwahnsinn, Klaus, Gedankenstriche und so weiter werden immer ein bisschen erweitert. Nur damit ihr nicht immer neue Bücher kaufen müsst, kriegt ihr dann, wenn ihr euch angemeldet habt, einen Download-Link und dann könnt ihr euch für 1 Euro auch wirklich diese Erweiterung immer runterladen. Somit wächst das Werk Der Schlafwahnsinn immer weiter. Und jetzt sind wir aber erstmal da, dass du dich für dieses Buch interessierst. Ich freue mich darüber und ich hoffe, dass es dir Spaß macht, dieses Buch zu lesen. Aber vor allen Dingen hoffe ich, dass meine Umdenkgarantie greift und du hinterher merkst, wie wichtig, aber auch lustig und interessant Schlaf und Regeneration sein. Vielen Dank. Ich wünsche allzeit angenehme Nachtruhe und ja, alles Gute. Euer Björn.